Hallo und herzlich willkommen, wo ich dir alles über die American Express Karte erzählen werde von meiner privaten Sicht. Ich werde nicht so heftig auf die Details und so weiter angehen, weil ich denke, jeder kann einfach selber auf die Amex-Seite mit dem Link unten in der Beschreibung auf die Amex-Seite gehen und sich ein bisschen durchlesen. Ich will trotzdem mal so ein bisschen drüber gehen, was ist diese American Express eigentlich. Für mich damals, als ich noch keine American Express hatte, war American Express einfach immer eine Kreditkarte, die man auf Instagram gesehen hat, die irgendwie mit Reichtum verbunden wurde, die mit einem gewissen Lifestyle verbunden wurde. Und genau das ist eigentlich diese American Express Kreditkarte. Abgesehen davon, dass man sich natürlich ein gewisses Feeling dadurch kauft am Anfang und natürlich bestimmt stolz sein kann, wenn man auf ein Level kommt, wo man sich eine American Express holen kann, feiere ich das übertrieben, so dieses emotionale Gefühl, wenn man sich eine American Express holt, weil wie gesagt, ich, und ich glaube genauso hat American Express das auch als Intention gehabt, es zu vermarkten, eine Karte, eine spezielle Kreditkarte zu machen mit einem gewissen Status, die etwas bedeutet, die durchaus Fragezeichen aufwirft, wenn man sie sieht. Und natürlich aber auch Menschen einfach staunen lässt, wenn man diese American Express Karte zieht. Hat diese American Express Karte natürlich unglaublich viele Vorteile und ist meiner Meinung nach einfach wie ein Cheatcode im Leben. Und für Leute, die finanziell besser aufgestellt sind, die vielleicht viel reisen, die viel an Airports sind, die auch einfach liquide sein müssen und die auch einfach einen gewissen Lifestyle leben wollen, wie ich. Ich bin jemand, der Lifestyle über alles liebt. Ist diese American Express Karte einfach ein Cheatcode. Lasst uns mal ein bisschen drüber gehen, was ist American Express eigentlich ganz genau? American Express ist eine Kreditkarte, welche du beantragen kannst. Es gibt keine gewissen Daten dafür, was für ein Einkommen du dafür brauchst. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du, zwischen 5.000 bis 10.000 im Monat verdienst, bist du, denke ich, so auf dem Level, wo man sich mal eine American Express Kreditkarte holen kann. Das war so damals mein Verständnis davon. Ich glaube, ich habe mir meine erste Kreditkarte geholt, als ich so 8.000 bis 10.000 im Monat verdient habe. Und vor allem, warum? Weil ich viel angefangen habe zu reisen. So Reisen ist, glaube ich, eine der smartesten Dinge, weshalb man dann wirklich eine American Express Karte holen sollte, wegen dem Punkteprogramm, wegen den Upgrades, wegen den Airport Lounges und so weiter. Dazu werden wir gleich kommen. Ich will ein bisschen so über die Fakten drüber gehen. Die American Express Platinum Metal Karte sozusagen, die ich auch habe, ist eine Karte, wo du 200 Euro jährliches Online-Reiseguthaben bekommst, 200 Euro jährliches Sixth-Ride-Fahrguthaben bekommst, du hast den Priority Pass und ich werde nachher so auf meine Lieblinge eingehen, den Priority Pass plus eine Begleitung bedeutet, du hast als Person mit deiner Begleitung Zugang zu mehr als 1200 Airport Lounges. Du bekommst 90 Euro jährliches Shoppingguthaben bei Net-A-Porter, umfangreiches Reise- und Versicherungspaket für dich und für deine Familie, Valet Parking Service am Flughafen, Upgrades bei Mietwagen- und Hotelpartnern. Wenn du diese American Express Karte hast und den ihr Programm, auf welches du zugreifen kannst, wirst du automatisch bei Mietwagen- und Hotelpartnern, bei ausgewählten Partnern upgegradet, bekommst also ein besseres Hotel, bessere Fahrzeugklasse und so weiter. Du hast die Möglichkeit sozusagen, bei Hotel, Reisen, Airlines, Mietwagen, alles, was mit Reisen zu tun hat, Punkte zu sammeln, diese Punkte zu nutzen, sozusagen, die du bei American Express bekommst, diese umzuschreiben, um dann zum Beispiel bei Emirates ein Business Class Upgrade zu machen und so weiter. Du hast noch viele, viele andere Vorteile, aber das sind so mal diese Aushängeschilder für die American Express Kreditkarte. Bevor wir jetzt auf die Vorteile eingehen, will ich vielleicht ganz kurz erklären, was ist überhaupt eine Kreditkarte? Eine Kreditkarte, es gibt ja Kreditkarten und es gibt Debitkarten. Und es gibt ganz normale Girokarten. So eine normale Girokarte von deinem Bankkonto, Sparkasse, Volksbank, sonstiges, ist eine Karte, wo du dein Guthaben drauf hast und du kannst damit bezahlen. Okay, also bei EC-Karten, Lesegeräten und so weiter. Dann gibt es ja die Kreditkartenwelt, wie zum Beispiel eben Visa und Mastercard, sind so, denke ich, die zwei größten, die man kennt, wo man weltweit mit einer Debit-Kreditkarte, mit einer Karte, wo man Geld auflädt, dann auch dieses Geld ausgeben kann. Eine Kreditkarte ist jetzt anders. Eine Kreditkarte startet bei Null und du gehst ins Minus. Also heißt, du hast sozusagen am Ende des Tages deinen Kreditkartenrahmen, der je nachdem, was dein Einkommen ist, festgelegt wird. Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, als Beispiel, du hast 10.000 Euro Kreditkartenrahmen bei Amex. Bedeutet, du startest bei Null. Und mit jeder Transaktion gehst du ins Minus. Also heißt, du zahlst die ersten 1.000 Euro, du bist bei minus 1.000. Du zahlst 500, du bist bei minus 1.500. Du zahlst nochmal was für 2.000, dann bist du bei minus 3.500. Also einfach als Beispiel, du gehst ins Minus und am Ende des Monats wird die Kreditkartenrechnung sozusagen auf deinem Konto, welches du hinterlegt hast, per Lastschrift belastet oder du bekommst eine Online-Rechnung und du überweist das Geld selber hin. Es gibt beide Möglichkeiten, entweder Lastschriftverfahren, das heißt, das Geld, was du am Ende des Tages ausgegeben hast mit deiner Amex-Kreditkarte, wird am Ende
Ende des Monats von deinem Konto, welches du angegeben hast, deinem Girokonto, sonstige Konten abgebucht, oder du überweist das Geld einfach selber hin. Ich überweise das Geld immer selber hin und ich werde dir auch gleich sagen, was daran der Vorteil ist und weshalb ich als Fehler am Anfang das Lastschriftverfahren genutzt habe. Und das ist im Grunde genommen eine Kreditkarte. Das heißt, du kannst mit dieser Karte ins Minus gehen. Hat natürlich riesengroße Vorteile und Nachteile. Vorteil ist, wenn du mal Liquiditätsengpässe hast, bedeutet zum Beispiel als Unternehmer für mich, sagen wir, du bist am Reisen, sagen wir, du bist unterwegs, sagen wir, es kommt irgendwas auf dich zu, womit du nicht gerechnet hast. Sagen wir, okay, du musst jetzt irgendwie auf einmal 3.000 Euro zahlen und du hast das Geld einfach nicht auf dem Konto, dann ist die Amex natürlich verdammt geil, weil du kannst sie einfach zücken, damit bezahlen und dich später darum kümmern, dieses Geld wieder reinzubekommen. Liquiditätsengpässe bedeutet eigentlich eher, dass du das Geld hast, aber nicht jetzt. Also heißt zum Beispiel, du bekommst eine riesengroße Auszahlung wöchentlich immer Ende des Monats, du brauchst aber jetzt das Geld und kannst nicht warten. Also heißt, du gehst nicht im Grunde genommen ins Minus, weil du das Geld ja hast, du hast es nur jetzt nicht. Weshalb eine American Express vielleicht sogar gefährlich werden kann, ist an dem Punkt, wo du vielleicht nicht damit umgehen kannst oder nicht mit Geld umgehen kannst. Ich würde dir strikt davon abraten, aber ich würde dir auch raten, in Amex zu holen, wenn du mit Geld nicht umgehen kannst. Das sind zwei Dinge, die ich hier sehe. Einmal, wenn du mit Geld nicht umgehen kannst und eine Kreditkarte hast, heißt, du kannst jetzt noch mehr dumme Sachen machen, was natürlich nachher gefährlich werden kann, weil du musst das Geld natürlich zurückzahlen. Was jetzt aber wiederum geil ist, finde ich, was ich gelernt habe, das war so mein eigenes Learning, ich habe mir finanziell selber alles beigebracht und ich habe mich immer von Kreditkarten und von Schulden und von diesen Dingen schon immer ferngehalten. Wurde so aufgezogen, dass das Geld, das du hast, hast du, was du nicht hast, gibst du auch nicht aus. Das heißt, ich hatte auch noch nie wirklich Schulden, ich habe noch nie irgendwo irgendwie Kredite aufgenommen, um irgendwas zu bezahlen, davon habe ich mich immer zu 100% ferngehalten. Aber es gibt ein bestimmtes Sprichwort, welches ganz wichtig da draußen ist, und zwar OPM, also Other People's Money, bedeutet, wenn du smarte Investitionen machst, wenn du für dein Business das Ganze brauchst, dann ist es manchmal schon smart, eine Möglichkeit zu haben, Geld zu nutzen, was dir eigentlich gar nicht gehört, sondern in dem Fall American Express, ins Minus zu gehen, wenn du mit der Permisse das Geld aber hast, um es sozusagen dann zurückzuzahlen. Okay? Das heißt, du solltest die Kreditkarte meiner Meinung nach nicht einfach für Konsumschulden nutzen, damit du dir irgendwas kaufen kannst, was du dir nicht leisten kannst, sondern meiner Meinung nach ist die American Express dafür da, dass du finanziell schlauer wirst, dass du damit umgehst, die Macht in der Hand zu haben, viel Geld auszugeben, aber es auch dann wieder zurückzuzahlen. Das heißt, du lernst in dem Prozess sozusagen damit umzugehen. Das heißt, es ist ein bisschen paradox, ich weiß. Einerseits ist es ein verdammt geiles Learning, andererseits, wenn du überhaupt nicht mit Geld umgehen kannst, starte vielleicht erstmal mit einem Rahmen. Frag die American Express an, aber sag, hey, ich will maximal einen Rahmen von 2.000, 3.000. Ich weiß nicht, ob das geht, ich bin mir aber sicher, dass es geht. Schau einfach, dass du keinen blöden Move machst und wenn du mit Geld nicht umgehen kannst, dir vielleicht diese Karte auch einfach gar nicht holen solltest, weil du dann so oder so nur die ganze Zeit im Minus bist und dann Geld zurückzahlst, was du nicht hast. So, ich habe vorhin angesprochen, Lastschriftverfahren oder selber überweisen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du das American Express, also wenn du dich bei American Express bewirbst sozusagen, beziehungsweise die Karte anfragst, alles unterschreibst, dann musst du ein Konto angeben und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es angeklickt habe, entweder du musst das Lastschriftverfahren anklicken oder nicht, ich bin mir nicht sicher. Wenn du es nicht machen musst, dann lass es. Wenn du es machen musst, dann natürlich mach's. Aber sobald du die Kreditkarte hast, sag einfach, also ruf direkt an und sag, hey, du willst kein Lastschriftverfahren, du möchtest das Geld überweisen. Warum? Ich gebe dir einen riesengroßen Tipp. Naja, wenn du fix eingetragen hast, zum Beispiel Anfang des Monats wird immer dann die dein Konto belastet mit der Kreditkartenschuld. Also sagen wir zum Beispiel, du hast 10.000 Euro über die American Express ausgegeben, dann am 1. des Monats buchen die dir diese 10.000 Euro von deinem Konto ab. So, bei mir zum Beispiel als Unternehmer, ich habe unglaublich viele laufende Kosten und Einnahmen und Ausgaben. Heißt also, manchmal zum Beispiel habe ich, ich weiß noch ganz genau, einmal ist mir das passiert, habe ich irgendwie eine Amex-Rechnung von 12.000 Euro gehabt und ich habe, also 12.860 Euro und ich habe 12.900 draufgezahlt auf dem Konto, wo die Lastschrift belastet wird von Amex und dann hatte ich irgendwie eine Buchung von, ich glaube, von irgendeiner Dienstleistung, sei es, oder beziehungsweise von irgendeinem Online, ich glaube Amazon Prime oder irgendwelche Audiobuchverleih oder irgendwas, hatte ich dann irgendwie eine Membership, die abgebucht wurde mit irgendwie 20, 30 Euro und dann konnte zum gleichen Zeitpunkt am Abend, wo dann die American Express versucht haben abzubuchen sozusagen, konnte nicht abgebucht werden, weil irgendwie 5 oder 10 Euro gefehlt haben. Heißt im Endeffekt, dass American Express jetzt meinen Kreditkartenrahmen verringert hat, okay? Ich weiß nie, also ich wusste nie, wie hoch mein Kreditrahmen war, aber ich wusste damals zumindest, dass ich, weil das war das Höchste, was ich ausgegeben habe, ich glaube 18.000 Euro im Monat, ich glaube, ich konnte weit darüber hinausgehen, aber dann schränken die deinen Kreditkartenrahmen ein, weil du einen Negativeintrag hast, und zwar, als sie die Lastschrift eingebucht haben,
konntest du so nicht bezahlen. Was mir an sich ja gar nicht passiert wäre, weil ich das Geld nicht habe, sondern mir passiert ist, weil ich halt einfach viele laufende Ein- und Ausgänge habe, daran nicht gedacht habe und wegen 5 oder 10 Euro das Geld einfach nicht eingezogen wurde. Und der große Vorteil wieder hier Liquidität ist, wenn du einfach selber überweist, hast du einen bestimmten Rahmen, du hast eine gewisse Zeit von, keine Ahnung, ich glaube 10 Tagen oder so oder vielleicht sogar mehr. Oder vielleicht auch weniger, aber du hast auf jeden Fall selber Zeit, es zu überweisen. Also für mich ist es ein riesengroßer Vorteil, auch wenn man viel Geld hat. Okay, man muss hier unterscheiden, hat man das Geld oder hat man das Geld nicht? Wenn man das Geld natürlich nicht hat, dann ist es scheißegal, ob du Lastschriftverfahren hast oder ob du es selber überweist. Entschuldigung. Aber wenn du das Geld hast und du hast einfach viele Ein- und Ausgänge und du willst einfach sicher sein, dass du am Ende des Tages, wenn du das Geld überweist, es auch ankommt, dadurch keine Negativeinträge bekommst, wie ich zum Beispiel einen bekomme. Aber wenn du so einen Negativeintrag bekommst, und ich habe auch mit denen telefoniert, dann setzen die das Kreditkartenlimit runter, bei mir aktuell auf, also es hat sich jetzt wieder verändert, aber damals auf 8.000 Euro, was natürlich schon eine große Einschränkung ist, dann ist es natürlich scheiße. So, und seitdem habe ich gesagt, hey, bitte lass das Lastschriftverfahren weg, lösch das raus, ich überweise das Geld immer selber, dann habe ich das 100% in der Kontrolle und bin so oder so jemand, der das immer direkt zahlt, aber dann weiß ich auch einfach, okay, cool, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, ob jetzt irgendwie doch was abgebucht wird von meinem Konto oder nicht. Manche fühlen das, manche nicht, manche denken sich, hey, keine Ahnung, was bist du für ein Trottel, so, du weißt doch, was für Ein- und Ausgänge du hast. Andere wissen, denke ich, was ich meine, wenn man halt einfach ein Konto hat, wo viel ein- und ausgeht und halt nachher wegen 5 oder 10 Euro die American Express Company dein Geld nicht einbuchen kann, dann ist es natürlich schade und man verliert dann einfach seinen Credit Score. Weil diese Kreditkarte müsst ihr am Ende des Tages als Credit Score ansehen. Ihr müsst es ansehen, als wäre es eine Qualifizierung. Warum? Weil wenn ihr euch qualifiziert, heißt, wenn ihr eure Rechnungen immer pünktlich bezahlt, keine Negativeinträge habt, also eure Rechnungen immer direkt bezahlt und es gibt auch keine Rücklassschriften sozusagen, dann baust du dir einen Credit Score auf. Also heißt, du baust vor American Express sozusagen eine Kredibilität auf, womit du dann immer mehr Geld leihen kannst, was natürlich auch verdammt wichtig ist, weil wenn du viel Geld hast und sich vielleicht einfach mal eine Möglichkeit zeigt, wo du vielleicht mal ein dickes Investment machen musst oder vielleicht im Ausland bist und einfach mal viel Kosten hast, dann willst du halt nicht einfach bei 5 oder 8 oder 4 oder was auch immer 10.000 gecapped sein, sondern du willst wissen, hey, ich habe eine American Express in der Tasche, mit der kann ich eigentlich so gut wie alles zahlen, bei gesundheitlichen Vorfällen oder sonst irgendwas. Ich finde die American Express, und das ist einer meiner größten Vorteile, neben den persönlichen Vorteilen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, ist einfach zu wissen, ich habe Geld, obwohl ich kein Geld habe. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ihr habt die Möglichkeit einfach zu sagen, hey, ich habe mir eine Karte und wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas ist, ich habe dir einfach diese Karte, ich kann damit bezahlen und ich werde es hinbekommen, das Ganze wieder zurückzuzahlen, ohne dass ich jetzt auf eine Transaktion warten muss, ohne dass ich jetzt davon abhängig bin, ob mir der Kunde das Geld geschickt hat oder ich jetzt schon meinen Verdienst bekommen habe durch mein Online-Business oder durch mein Network-Business oder sonst auch immer, was du machst, weil am Ende des Tages willst du einfach unabhängig sein und einfach Liquiditätsengpässe vermeiden können. So, das ist so für mich so die Zusammenfassung von der American Express. Was sind jetzt die Vorteile und wirklich, was ich tagtäglich an der American Express nutze und liebe, ist für mich Nummer 1 die Upgrade-Möglichkeit. Für jeden Euro, den du ausgibst über die American Express, bekommst du einen Punkt. Diese Punkte kannst du verwenden und sie umwandeln in zum Beispiel Emirates Points. Du kannst sie zum Beispiel in verschiedene Airline-Punkte umsammeln, also umswitchen in Meilen und damit Upgrades holen. Ich zum Beispiel kaufe immer Economy-Tickets bei Emirates und upgrade immer für zwischen 30.000 und 39.000 Punkte zur Business Class. Das heißt, du fliegst eigentlich Business Class for free, du hast eine Economy Class gebucht, was verdammt angenehm ist, wenn ich zum Beispiel Flüge nach LA mache, 16 Stunden oder Deutschland 6 bis 8 Stunden, je nachdem, wo du in Deutschland hinfliegst, dann ist es einfach was verdammt Geiles, Business Class zu fliegen, okay? Und du hast dafür nichts gezahlt. Meiner Meinung nach einer der smartesten Moves ever, weil du gibst Geld so oder so aus, krieg doch dafür lieber Punkte. Gleichzeitig natürlich ein Punkt, ein Euro ist natürlich heavy, wenn man sagt, okay, ein Business Class Upgrade sind 39.000 Punkte, dann baue ich 39.000 Euro Kartenumsatz. Ja, aber das Geile ist, bei American Express gibt es sozusagen Kundenempfehlungsprogramm. Und genau deswegen mache ich dieses Video. Ich werde dich nicht anlügen. Ich mache dieses Video, weil ich dir von meinen Vorteilen erzählen möchte, weshalb ich die American Express so geil finde. Aber primär mache ich das. Warum? Weil wenn du meinen Link benutzt, bekomme ich zwischen 30.000 und 80.000 Punkte. Und diese Punkte benutze ich. Also heißt, American Express ist genau das, was ich hauptberuflich mache und professionell Network Marketing. Das ist andere Leute anwerben, wofür du Punkte bekommst. Und diese Punkte kannst du nutzen, um sie umzuwandeln. Weil ich meine, ein Freund zu werben, eine Person zu werben, dafür ein Business Class Upgrade zu bekommen, ist für mich ein faires Ding. Darüber hinaus würde ich natürlich nichts empfehlen, wovon ich selber nicht überzeugt bin, was ich selber nicht geil finde, aber wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast die letzten Minuten, ich liebe die American Express, ich nutze sie selber und es ist einfach ein verdammt geiles System, wo du viele Learnings hast, du viele Vorteile hast und ein weiterer riesengroßer Vorteil für mich nach den Punkten und für mich das Fliegen, die Upgrades,
ist die Airport Lounge, oder sind die Airport Lounges. Für jemanden, der viel fliegt und reist, am Flughafen manchmal Layovers zu haben, wo du 2, 3 Stunden, 6 Stunden irgendwie chillen musst und anstatt jetzt auf irgendeinem abgekackten Sitz zu sitzen, der verdammt hart ist, so, wo du keinen Bock drauf hast, hast du einfach die Möglichkeit, in alle, so gut wie alle Airport-Lounges zu gehen mit deiner Begleitung. Also heißt, wenn ich in Zürich am Flughafen bin, in LA, in Türkei, in Istanbul, wenn ich, wo ich jetzt zum Beispiel war in Athen, 3, 4 Stunden sozusagen Layover hatte, Frankfurt, wo ich erst vor kurzem geflogen bin und noch 1,5 Stunden Zeit hatte, weil ich bin immer ein Fan davon, rechtzeitig am Flughafen zu sein, keinen Stress zu haben. Und wenn man dann einfach noch eine halbe Stunde, Stunde hat, dann ist es doch verdammt geil, einfach in die Airport-Lounge zu gehen. Da gibt's Essen, Kaffee, geiles Essen, Getränke, du kannst da machen, was du willst, du kannst da chillen, du hast da WLAN, du hast da geile Sitze, du kannst da hustlen, du kannst deinen Laptop auspacken, so, die sind meistens auch, da sind meistens auch nie irgendwie Leute, also es ist verdammt, verdammt, verdammt geil. Und wenn du dir überlegst, das Einzige, was dich diese Kreditkarte bei Amex kostet, sind 55 Euro. Und ich habe für mich damals 100% entschieden und habe gesagt, hey, diese 55 Euro, die ich im Monat zahle, um diese Amex zu nutzen, interessieren mich überhaupt nicht, weil wenn ich alleine in Zürich am Flughafen was Kleines esse und mir ein Wasser kaufe oder einen Kaffee kaufe, dann bin ich schon 40 Franken los. Das heißt, allein da habe ich das Geld schon ausgegeben. Und für mich jetzt diese Airport-Lounges zu haben und immer eine Begleitung dabei zu haben, macht natürlich einmal was her. Für die Begleitung, männlich oder weiblich, aber natürlich ist es einfach verdammt chillig. Es ist so chillig, du kannst dich hinsetzen, du kannst machen, was du willst dort, du kannst hustlen, du kannst Calls machen, du hast da geiles Essen, geile Getränke, geiler Kaffee und das ist mir schon wert. Wenn du jetzt aber jemand bist, der überhaupt gar nicht reist, finde ich es trotzdem smart, weil wenn du einmal im Jahr reist oder irgendwas machst, ist doch trotzdem geil, dann kannst du ein Business Upgrade machen für dich und deine bessere Hälfte, du kannst einfach sozusagen einen neuen Lifestyle antappen, der halt normalerweise einfach viel Geld kostet, weil allein im Business Class Flug für Emirates von hier nach Zürich kostet 4.000 bis 5.000 Euro. Wenn du jetzt Economy Class fliegst, Ticket kostet 500 Euro und ein Upgrade machst mit 39.000 Punkten, dann fliegst du Business für im Endeffekt 500 Euro plus 55 Euro Monatsgebühr, also für 555 Euro, heißt, du hast immer noch 3.500, 4.500, 4.000 Euro gespart. Macht für mich verdammt Sinn. Plus, Lifestyle-technisch, rein business-technisch unlockst du, also entschlüsselst du sozusagen neue Level im Leben, was meiner Meinung nach immer smart ist zu manifestieren, um sich sozusagen in diese Business-Class-Gegend und in dieses High-Life sozusagen zu begeben, um halt neue Standards zu setzen. Deswegen all in all, für dich, wenn du eine Person des Erfolgs bist, eine Person des Lifestyles, eine Person, die sich gerne mal was gönnt und eine Person, die das Money Game spielt, einer der geilsten Upgrades, einer der geilsten Kreditkarten, die du holen kannst. Und wenn du jetzt ready bist, dann hol dir unten die Kreditkarte über meinen Link, gönn mir die 30.000 Punkte, Business Class Flug, du kannst auch First Class upgraden und so weiter und hol dir die Amex. Du kannst natürlich auch am Freundschaftsprogramm teilnehmen, das Ganze weiterempfehlen. Wenn du aber jemand bist, der überhaupt nicht mit Geld umgehen kann und so oder so broke ist, dann schau dir das Video als Inspiration an, meine ich auch gar nicht böse, aber sei kein Volltrottel und hol dir irgendwas, was du dir so oder so nicht leisten kannst. Ich finde, eine Amex sollte was sein, wo du sagst, hey, ich bin jetzt auf einem bestimmten Level, ich hole mir jetzt diese American Express, ich habe da Bock drauf. Wenn du natürlich viele negative Schufa-Einträge oder sonst irgendwas hast, dann glaube ich nicht, dass du sie bekommst. Aber zum Beispiel bei mir damals war Amex einfach so eine Sache von, hey, wenn ich auf diesem Level bin, wenn ich weiß, ich kann mit Geld umgehen und wenn ich diesen Lifestyle anfange zu leben, wo ich viel reise, wo ich viel an Airports rumchill, wo ich Upgrades, Wallet Parking, First-Class-Flüge, Business-Class-Flüge, bessere Hotelzimmer, bessere, Mietklasse-Wagen bekomme und dadurch noch Geld spare und Punkte bekomme für Geld, was ich so oder so ausgebe, dann gebe ich das Geld doch lieber über American Express aus und bekomme Punkte, welche in meinem Leben helfen, als irgendeine andere Kreditkarte zu nutzen, wo ich gar nichts bekomme. Deswegen hol dir deine Amex jetzt. Für mich einer der smartesten Moves, die ich je gemacht habe. Emotional, vom Gefühl her, vom Lifestyle her, von dem, was ich gesehen habe, von dem Concierge, von der Hilfe und vielen, vielen anderen Vorteilen. Let's get it.